Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einen weiteren Part Black Mesa. Ja, im Prinzip wäre damit alles gesagt, meine lieben Freunde. Wir begeben uns mit dem Fahrstuhl nach oben in die Freiheit und schauen mal, was dort auf uns wartet. Ob dort wirklich Freiheit auf uns wartet oder... Man weiß es ja nicht, ne? Die Soldaten haben ja geschworen oder... Es ist ja so, dass die Soldaten nicht unbedingt wollen, dass hier an die Öffentlichkeit gerät, was in Black Mesa passiert ist. Da könnte ich mir ja schon vorstellen, dass man hier nett empfangen wird. Im Prinzip wissen es alle, man wird hier oben ziemlich nett empfangen. So viel darf ich sagen. Wie genau das aussieht, werdet ihr sehen. Man wird ziemlich nett empfangen. Also kommt drauf an, wie man nett definiert. Ich finde das auch immer schön, dass hier solche Musik zwischendurch eingeblendet wird. Finde ich toll. Das steigert natürlich, wenn die Musik gut gemacht ist, wie hier in diesem Fall bei Black Mesa, steigert das die Spannung, die Action, Adrenalin. Da kriegst du richtig Bock auf das Spiel. Also auch nochmal schöne Sache. Taschenlampe mache ich aus, brauche ich jetzt im Prinzip gerade nicht. Frag mich nicht, warum das gerade gehangen hat. Ich mag die Mucke. Ich werde im Prinzip versuchen, das zu machen, was ich auch bei Half-Life gemacht habe. Durchrennen wie Bekloppter. Und schauen, dass ich da irgendwie in diesen Dings drin komme hier. Oh, la, la, la. In diesen Bunker. Ja, und es hat geklappt. Jetzt kracht das nämlich hier. Genau. Jetzt kracht das nämlich ein bisschen ein. Wir haben erstmal Schutz. Ich sage erstmal. Ihr seht schon, an manchen Stellen hängt das. Wie bescheuert. Scheiße. Deswegen werde ich ja mein Das ist ja einer der Gründe, warum ich mein Aufnahmeverfahren ändere. Wie gesagt, einer der Gründe. So schnell hoch hier und rein und... Zappala. Weil es mit der Elgato Game Capture, wie gesagt, so ist, dass mein Computer nicht extra beim Aufnehmen noch überlastet wird. Das ist dann praktisch. Im Prinzip ist es so, als ob ich gar nicht aufnehme. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt normal spiele, klicke dann auf den jeweiligen Hotkey, um aufzunehmen. Dann beansprucht das jeweilige Aufnahmeprogramm hier auch nochmal was vom Computer und muss das hier dementsprechend verarbeiten. Und das macht den Computer halt mehr Arbeit. Und deswegen fängt das dann an manchen Stellen an zu laggen, wenn nicht so toll einen Computer hast. Deswegen will ich ja die Elgato nehmen bei manchen Sachen, die etwas anspruchsvoller sind. Weil ich erstens Konsolen-Let's Plays machen will und zweitens... Übernimmt, wenn ich die Elgato am Computer anschließe, übernimmt die Elgato dann praktisch die Arbeit des PCs. Sprich, es macht keinen Unterschied, ob ich gerade aufnehme oder nicht. Das Spiel läuft weiter flüssig, so wie es ganz normal auf dem Computer läuft, weil der Computer nicht mehr Arbeit übernehmen muss. Denn die Elgato übernimmt ja in diesem Fall dann die Arbeit. Und ja, die kümmert sich darum, dass die Videos dementsprechend auch gleichzeitig ins richtige Format gepackt werden, dass sie verarbeitet werden und so weiter. Und das ist ein lustiger Trichter. Hui, Trichter schmeißen und Ötzala. Bücher schmeißen wir auch. Was haben wir hier? Schön. Nein. Nein. Warum? Welchen Computer hat das wohl gehört? Ich weiß es nicht. Eieiei, auf euch hätte ich doch verzichten können. Hatte ich das schon am Anfang erwähnt? Wenn nicht, ihr seht es, die Gegner bleiben jetzt liegen, ne? Ich habe mich, wie gesagt, da informiert, dementsprechend. Und die Gegner bleiben jetzt auch liegen. Das ist eine ganz einfache Änderung. Wer das Problem auch hat, schreibt mich einfach an. Also wer das Problem hat und konnte es bis jetzt noch nicht lösen, weil es zu schwer war, der schreibt mich dann bitte an und ich werde dann euch... in einer Standard-Message schreiben, wie man dieses Problem denn behebt. Ist im Prinzip ganz einfach.
zu regeln. Wenn nicht, könnt ihr es auch einfach mal googeln. Wie gesagt, wenn ihr bei Google nichts findet, dann müsst ihr halt, könnt ihr halt mich fragen. Das ist kein Problem. Ich bekomme jetzt nicht die Übermasse an Nachrichten. Von daher ist das alles noch im Bereich des Machbaren. Oh, da unten sind die Soldaten. Ja, die sind jetzt erstmal abgezogen. Von daher haben wir hier erstmal Ruhe. Aber wir dürfen das natürlich nicht vernachlässigen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen sehr auf... Oh, ein Freund. Well, so much for the governor. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Sag ich doch. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look. So, sorry, kleine Unterbrechung, weiter geht's. This catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. Muhaha. Rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. Also, wir sollen das Lambda-Team aufspüren, oder ja, das, was davon übrig ist. Sollen mal schauen, wer da noch da ist. Und ich glaube, Gordon Freeman hat dieses Lambda-Zeichen auf dem Ding drauf, weil er zum Lambda-Team gehört. Kann das sein? Dann verstehe ich jetzt nämlich auch, warum dieses Lambda das Zeichen von Half-Life ist, denn... Jetzt endlich, Lambda hat was mit Physik zu tun, das sind Physiker, das ist das Team, das Team Lambda, und dann macht das auch alles einen Sinn, warum das Zeichen von Half-Life ein Lambda ist. Jetzt verstehe ich das. Übrigens, so eine interessante Sache, ihr wisst ja, dass ich auch ein Lambda verwende in meinen Krangers, weil das Lambda halt ziemlich, es sieht aus wie so ein A, und das Lambda... Im Prinzip mit Let's Playen, und wenn man an Let's Player denkt, an Spieler und sieht ein Lambda, denkt man auch automatisch vielleicht an Half-Life. Und deswegen ist das Lambda bei mir mit drinne. Das Original Lambda aber, so wie es richtig bei Half-Life aussieht, also mit diesem Ring drumherum und so, würde ich nicht empfehlen, dass irgendwie... Also da würde ich immer aufpassen, weil das ist eine geschützte Marke von Valve und da würde ich immer aufpassen. Also ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, es war unter irgendeinem... Es war, glaube ich, in der Orange Box war das. GamerKicks hatte sich mal die Orange Box gekauft. Und da stand so im Kleingedruckten drunter Lambda, the Lambda Symbol oder the Lambda Symbol of Half-Life ist, ist eine Marke aus dem Hause Valve, ist geschützt und so weiter und so fort. Also da immer ein bisschen aufpassen, wie man das verwendet. Ich habe ja im Prinzip nur ein normales Lambda, deswegen ich habe den Ring nicht unbedingt drumherum. Hier ist doch jemand, wie ich das sehe, ne? So, hier schieße ich am besten nicht hin. Ich lasse ihn erstmal rauskommen. Weil sonst hätte ich ja hier volle Bude vor den Kanister gebrettert und ich glaube, dann wäre mal eine Runde geflogen. Granatenhammer. Ich liebe die Source Engine. Übrigens, nie nachfragen, wann eine neue Episode Engine TV kommt. Gerade wo ich von Source Engine spreche. Wenn es kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann nicht. Ne? So ist es bei diesem Format. Also, da sind wirklich keine festen Zeiten irgendwie eingeplant. Von daher... Wenn es kommt, dann kommt es. Genau wie Silent Gaming Weekend. Obwohl ich bei Silent Gaming Weekend wirklich versuche... Kann ich ja mal erzählen, ne? Versuche immer... Was würde ich jetzt sagen? Regelmäßig was zu bringen. Also alle zwei Wochenenden oder alle drei. Oder jedes Wochenende dann mal. Auf jeden Fall. Sollte dieses letzte Wochenende... Sollte eigentlich eine Episode... Silent Gaming Weekend von GTA San Andreas kommen. Das bietet sich ja relativ gut an, dieses Spiel für ein Silent Gaming Weekend. Bloß ist das Problem, dass ich das Radio angeschalten hatte in GTA San Andreas. Und dann kommen halt solche Sachen wie dieses Video enthält Inhalte dritter bla blub.
Und sowas möchte ich. Ich möchte auf meinen Kanal keine Urheberrechtshinweise, auch wenn mir das Video dadurch nicht gesperrt wird. Ich möchte solche Hinweise auf meinen Kanal nicht haben. Sowas interessiert mich. Sowas möchte ich nicht. Das ist. Nee, das ist für mich nichts. Deswegen. Ach ja, das finde ich schön. Jetzt, guck mal. Das habe ich in Haf. Obwohl, haben wir. Ja, wir können eigentlich losfahren. Wir fahren Bahn den ganzen Tag. Wir fahren Bahn und schießen die Feinde weg oder fahren sie weg. Palim! Palim, den habe ich nicht getroffen, aber jetzt habe ich ihn getroffen. Ich war's nicht. Scheiße, unsere Schrotflinte ist leer. Ah, mit der Schrotflinte klappt es auch ein bisschen besser, wenn die Gegner kommen und dann. Hallo, hallo, anhalten! Nein, raus da! Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Weil es ist radioaktiv verseucht, das Zeug. Und wir müssen auch gar nicht hier hin. Auch hier sieht man es wieder. Halt die Fresse. Es ist total gut umgesetzt worden hier. Jetzt dieser Staub noch und es sieht wirklich wie so eine Explosion aus. Oder wie so ein Crash. Wie so ein Crash. Und in Half-Life 1 war das so an sich erstmal nicht möglich, das so darzustellen. Und deswegen ist hier bei Black Mesa auch. Es wird einiges lebendiger gemacht. Die Source Engine wird, wie gesagt, hatte ich in Engine TV schon erwähnt. Die Source Engine wird hier sehr schön genutzt. Was man bei Half-Life Source nicht. Boah, ja doch. In Half-Life Source wurde die auch genutzt. Gut genutzt, eigentlich so an sich. Wurden ein paar schöne Spielchen reingepackt, Spielereien. Aber, ja, die Texturen waren halt. Ui. Im Prinzip wurden nur einige Texturen aufgebessert. Und, naja, was da aufgebessert wurde, war jetzt auch nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Also, zu Half-Life Source möchte ich eigentlich nicht mehr sagen. So. Oder haben wir hier noch was liegen? Nö. Übrigens auch wieder eine schöne Sache. Ihr. Na, bist du bescheuert? Ihr seht das vielleicht gerade, dass sich hier ein bisschen, dass der Bildschirm sich ein bisschen kriselt. Wartet, jetzt werdet ihr es vielleicht stark sehen, oder? Ja, ihr seht, dass der Bildschirm hier ein bisschen kriselt. Das liegt einfach damit zusammen. Aua! Blöd oder so. Jetzt reicht es. Jetzt nehme ich die Granate. So, das dürfte gereicht haben. Das liegt damit zusammen, dass wir uns hier, wie gesagt, das ist radioaktives Material oder radioaktives Zeug hier unten. Und da reagiert unser Anzug drauf. Man hört dieses Knacken, ne? Das ist auch wieder schön. Das ist schön realistisch gemacht, das ist super. Das müssen wir aufpassen, dass wir in die Brühe nicht reinhuppen. Rennen mal so. Hui. Und in den Aufzug rennen und schnell hochfahren hier, bevor wir uns noch irgendwas wegholen. Obwohl er irgendwie. Der müsste. Nee, er müsste nicht krank werden, Gordon Freeman. Er hat ja diesen Schutzanzug an. Das ist ja seine große. Ja, wie möchte man sagen? Seine große Sicherheit, sein großes Glück, dass er diesen Schutzanzug hat. Der Gordon. Denn sonst wären, glaube ich, schon einige Dinge passiert mit ihm. Ich glaube, der wäre mutiert zum Monster geworden und, nee, so krass natürlich nicht, aber da bleiben schon einige Schäden, wenn du dir so hohen Strahlungen ausgesetzt bist. Das ist schon. Ich möchte nur an Tschernobyl erinnern oder Fukushima. Braucht man nicht drüber reden, was da passiert ist. Wie schlimm da die Folgen sind, auch wenn manche das nicht, wenn das nicht immer so oft gezeigt wurde. Also bei Tschernobyl wurde es öfter gezeigt, was aus den Leuten geworden ist. Aber bei Fukushima, glaube ich jetzt, da haben sie nur gezeigt, wie die Leute da später lebten. Obwohl bei Fukushima haben sie, glaube ich, auch gezeigt, so was die Schäden dann sind, wie die. Alter, das sind ja gleich zwei auf einmal. Der eine stand um der Ecke, damit das habe ich ja überhaupt nicht gerechnet.
Hab ich nicht. Warum ich nicht eine Granate schmeiß? Nein! Ah, so klappt es. Also mit der Pistole klappt es nicht. Das Maschinengewehr sieht schon besser aus. So, hier links in der Ecke ist noch einer. Hundertprozentig. So, da war ich weit genug weg. Da konnte ich mich nämlich erinnern, als ich das noch gespielt habe. Ha, lustig. Ich liebe es. Und weg mit dir. Da ist er wohl weg. Das war's für ihn und das war's auch für uns für diese Episode. Wir sehen uns im nächsten Part Black Mesa wieder. Ich wünsche euch so lange einen schönen, gemütlichen Nachmittag. Macht was draus. Ich sag, ciao, euer Krangus.